Moin, mein du kleiner Ragger und herzlich willkommen zu einer Folge von Raft. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Das hatten wir schon mal auf dem Kanal. Dazu aber später mehr. Jetzt nur ganz kurz, falls dir das Video gefällt, dann zeigt es gerne mit einem Like oder einem Kommentar oder auch gerne beidem. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Und da sind wir nun auch im Spiel. Oh ja. Und ich möchte ganz kurz zu Beginn etwas Organisatorisches ansprechen. Und zwar soll Raft jetzt ja quasi das Mittwochsvideo werden. Genau, also einmal die Woche Raft, immer mittwochs. Und das soll es werden. Und wir schauen mal, was wir hier so erreichen können. Ich möchte das natürlich ein bisschen unterhaltsam für euch gestalten. Das ist ganz klar. Deswegen wird es hier und da ein bisschen geschnitten werden. Das ist auch ganz klar. Ich hatte ja eben schon angesprochen, dass wir Raft schon mal hatten auf dem Kanal. Da könnt ihr jetzt hier oben auf dieses i klicken. Oben rechts in der Ecke müsste es sein. Und da könnt ihr das Video, was wir damals mal gemacht hatten. Da war das Spiel noch in einer ganz, ganz frühen Phase. Ich habe es die ganze Zeit im Auge behalten. Und da war es noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Auf jeden Fall haben wir es da schon mal eingespielt. Und das war sehr, sehr lustig, fand ich. Es hat mir äußerst gut gefallen. Und jetzt müssen wir hier nebenbei einfach erstmal ein paar Materialien sammeln, damit wir überhaupt zu irgendwas kommen. Hier so Holz. Das war ja nicht so erfolgreich. Das Fass, da nehmen wir uns noch mit. Komm mal hier. Komm hier, komm. Hier, komm. Bei Raft schwimmt hier die ganze Zeit dieser Hai rum. Ich nenne ihn jetzt einfach von jetzt an Karl. Und der wird uns auf jeden Fall noch ein paar Freuden bereiten. Früher oder später. Deswegen sollten wir uns so schnell wie möglich einen Abwehrmechanismus bauen. Dieser Holzspeer hier sollte eigentlich perfekt passen. Dann machen wir uns noch ein paar Seile. Wir haben noch nicht genug. Fässer sind natürlich am besten, theoretisch. Das Problem, was ich sehe, ist, hier sind gerade keine Fässer. Da kommt eins angeschwommen. Ganz langsam. Ganz langsam. Ja, nicht, dass Karl jetzt angreift, Alter. Da habe ich jetzt noch keinen Bedarf nach. Karli ist nämlich ganz schön aggressiv. Jetzt machen wir uns als erstes mal den Speer. Und dann können wir Karli nämlich ein bisschen abwehren. Und das wird noch sehr, sehr wichtig werden, vermute ich. So, das nehmen wir uns auch noch mit. Guck mal, Karli ist aber aggressiv. Wir sollten uns darum kümmern, dass wir uns bald, sehr bald, hier was zu essen und zu trinken machen können. Deswegen bauen wir jetzt einen einfachen Grill. Nehmen wir uns das Holz mit. Und auch das Zeug hier alles noch her. Das ist, wird auch noch sehr, sehr really wichtig. Das nehmen wir uns auch. Why are we still here? Dann wir erstmal den Grill irgendwo hin. Hier in die Ecke ist ganz gut. Und da kommen doch Fässerchen. Jetzt bauen wir uns noch diesen einfachen Reiniger. Stellen den in die Ecke hier. Ja. Karli. Karli, was ist los mit dir? Karli, hör auf. Hör auf. Seht ihr, was ich meine? Karli ist so aggressiv. Jetzt sollten wir uns so eine Tasse craften. Dann füllen wir uns da Wasser rein. Jetzt platzieren wir das Salzwasser hier drin. Legen da eine Planke drauf. Und schon brutzelt's los. Ein Träumchen. Eine Insel. Also das Spiel ist ja für mich auch relativ neu. Deswegen diese Insel, ne? Die kann ich ja jetzt noch nicht ansteuern, oder? Ihr kennt euch doch bestimmt aus. Jetzt gebt mir mal hilfreiche Tipps und Tricks. Diese Insel kann ich erst ansteuern, wenn ich das Schiff, also dieses Floß hier, ne? Irgendwie anhalten kann, oder? Weil sonst floß das doch einfach weiter. So, wir sollten uns dann langsam eine Angel machen. Da haben wir aber überhaupt nicht genug, also nicht ansatzweise genug Zeug für. Alter, fuck. Und wir haben echt Hunger, ne? Brauchen auch bald einen neuen Haken und überhaupt. Das gab es früher zum Beispiel auch nicht. Die Haken hatten sich früher nicht abgenutzt. Wir können uns jetzt fast eine Angel machen, aber wir brauchen noch ein bisschen von dem Kram da hinten. Da ist die Kiste. Die brauche ich. Reicht das? Ja doch. Perfekt. Wir brauchen noch ein bisschen mehr von dem Dings. Brauchen wir gar nicht. Wir haben genug und stellen uns eine Angel her. Das wird jetzt sehr, sehr wichtig, denn wir müssen jetzt anfangen zu angeln. Denn tatsächlich ist es halt auch so, wir haben ja auch Hunger. So, jetzt kann man langsam was anbeißen. Das wäre großartig. Ja, nice. Da haben wir doch schon den ersten Fisch. Den platzieren wir direkt hier drauf. Ein bisschen Holz drauf. Sehr gut. Dann können wir schon mal was trinken. Dann angeln wir noch ein bisschen weiter und sammeln nebenbei so ein bisschen Stuff, der bei uns in der Nähe kommt, ein. Denn wir brauchen eigentlich alles, was es zu finden gibt. Digga, wir brauchen so viel Zeug. Ich würde halt sehr gerne auf so eine Insel drauf. Das Problem ist einfach, was ich sehe. Le Floß wird einfach wegschwimmen. Wir brauchen irgendwie einen Anker oder sowas in die Richtung. Weiß ich nicht, ob es sowas gibt, aber ich befürchte es. Oder ich vermute es mal. Jetzt haben wir eine rohe Rübe gefunden. Das ist auch nicht so verkehrt. Und wir haben den ersten Fisch gebrutzelt. Nom, nom, nom. Guck mal, wie nah diese Insel da ist, ne? Wir steuern direkt drauf zu, oder? Das ist aber ein bisschen gefährlich. Ach, wir drehen uns und schwimmen dann einfach weiter. So, dann schmeißen wir noch einen Fisch hier drauf. Nom, 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 nom. Und wir haben so eine Art Flaschenpost oder sowas. Was ist das? Ist das eine richtige Flasche? Kann man da Wasser reinfüllen? Flüssigkeit einfüllen. Jetzt ist die da drin, die Flüssigkeit, oder was? Karli kommt. Ja, ich wusste es doch. Guck, guck. Ich wusste es. Geh weg.
Hau ab, Alter. Bist ja so aggressiv, Carly. Was ist los mit dir? Da habe ich eben gerade leider ein Fass verpasst. Das ist ein bisschen blöd. Da hinten schwimmt, dümpelt so vor sich hin. Ich könnte natürlich hinterher schwimmen, aber da habe ich ein bisschen... Da habe ich ein bisschen Angst. Och, ist das schön. Guck mal. Alter, wie schön das ist. Alter. Alter. Ich habe einen Schuh gefunden. Digga. So, die Planke nehme ich mir mit und die Planke nehme ich mir mit. Nachts ist sehr dunkel. Tatsächlich ist merkwürdig, ich weiß, aber nachts ist sehr dunkel. Es gibt Wetter in diesem Spiel. Wow, amazing. Hier ist aber Wellengang. Alter. Alter, was ist denn los? Ich würde mir gerne so einen Forschungstisch bauen. Ich glaube, der wird noch sehr, sehr wertvoll werden. Forschungstisch herstellen. Forschungstisch platziert. Nice. Jetzt können wir hier tolle Sachen erforschen, wie zum Beispiel mit Stein kann man was erforschen. Oder auch mit Holz kann man was erforschen. Oh nein, mein Haken ist jetzt kaputt gegangen. Oh no, und wir haben keinen Kunststoff mehr. Oh no. Ist das Kunststoff? Bitte. Ja. Jetzt hier Plastikhaken herstellen. Alter, der Haken ist enorm wichtig. Nein, nein. Kali, hau ab, hau. Keiner mag dich. Jeder hasst dich. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Planken reparieren, damit das nicht auseinanderfällt. Das wäre ja super ärgerlich. So, und jetzt sehen wir schon, können wir uns ein bisschen was herstellen, wie zum Beispiel den Teppich, ganz wichtig. Den Tisch, auch sehr wichtig. Und den Stuhl, damit wir auch gut sitzen. Oh ja. Yeah. So, jetzt brauche ich den Haken, denn ich will das Fass. Ja, nice. Da war ein Bauplan drin von einem Empfänger. Na, ist ja toll. So, jetzt habe ich gerade mal das Netz erforscht. Das wird nämlich sehr, sehr wichtig werden. Also, ich schwöre. Ich schwöre. Das Netz fängt nämlich automatisch die Sachen auf, die hier angetröselt kommen. Also in dieser Fläche, wo das Netz ist halt. Und das hilft uns dann schon sehr weiter. Als nächstes craften wir uns mal so eine Anbaufläche. Naja, erstmal eine Dings platzieren, eine Planke. Ganz wichtig. Wieso kann ich den Fisch hier nicht drauflegen? Ist der schon fertig? Man braucht ein großes Feuer. Aha. Dafür braucht man ein großes Feuer. Interessant. Ich brauche mehr Schrott. Jetzt kommt Carly. Jetzt kommt Carly. Ich wusste es. Ich wusste es. Geh doch weg. Kann man da was anbauen drin? Ach was. So, ein Netz kostet auf jeden Fall eine Menge Seile. Aber es wird sich lohnen. Hoffe ich jedenfalls. Nein, nein, nein. Geh weg, du blödes Tier. Ist nicht sein Scheiß ernst. Zum Glück kann ich Abhilfe schaffen. Guck mal hier, da alles schön drin gesammelt. Nice. War jetzt noch nicht überragend viel, aber ist okay. Alter, nein, geh. Alter, ich raste aus. Ich muss so eine Vogelscheuche bauen. Ich baue mir hier mal ein kleines Lager. Hat zwar jetzt auch ein bisschen Schrott gekostet, aber das passt schon. Dann ernten wir die Kartoffeln, pflanzen eine neue und können die dann gleich braten. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall auch langsam mal einen neuen Holzspeer, denn ich glaube, den nächsten Angriff überlebt unser schon nicht mehr. Deswegen lieber vorsorgen, ne? Da kommen jetzt ein paar Fässer angerollt und das könnte unsere Chance auf Schrott sein, wenn Carly jetzt nicht angreift. Carly, reiß dich zusammen. Komm da einfach nicht hin, ne? Mein Seil ist zu... Mein Ding ist zu kurz. Ja, das hätte ich auch so schnappen können. Na, danke. War aber auch tatsächlich wieder kein Schrott drin. Dafür der dritte Bauplan für den Empfänger. Na, schönen Dank auch. Gut, dass wir den vierten Bauplan für den Empfänger gefunden haben. Nice Spiel. Dankeschön. Okay. Wir müssten das vielleicht nochmal... Wir erweitern das nochmal ein bisschen. Ein einfaches Bett kostet halt auch Nägel. Alles, was wir uns machen können, kostet in irgendeiner Form Schrott. Und das macht mir das Leben gerade halt echt schwer. So, das soll es aber erstmal gewesen sein von dieser Folge. Raff. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin und einen wunderschönen Tag noch. Ciao.